Braucht man, um auf der Rennstrecke richtig schnell zu fahren, einen aktuellen Supersportler, wie zum Beispiel hier diese Ducati Panigale V4S 2020, oder reicht eventuell diese alte Honda SC59 Power 2008 bzw. ab 2008? Das und noch vieles weitere klären wir in diesem Video. Bleibt da dran, spannendes Thema für alle von uns. Ich bin vor kurzem auf einen Artikel von der Motorrad gestoßen, am 26.05. war da drin, über nachlassende Verkaufszahlen der Supersportler. Und das hat echt viele Hintergründe und auf das gehen wir so ein bisschen ein, warum und wieso das Ganze so ist. Ich bin auf den Artikel von der Motorrad zufälligerweise über Readly gestoßen. Readly ist eine App, wo man verschiedene Magazine, Zeitschriften etc. online zur Verfügung hat, kann die an sämtlichen Android- oder Apple-Geräten, an mehreren Geräten gleichzeitig nutzen, hat somit Nachhaltigkeit, weil man keine Drucke mehr hat und so weiter. Ist echt eine super Sache und da stöbere ich immer so ein bisschen durch die ganzen Motorradzeitschriften. Da ist für mich zwar nicht immer was dabei, so rennsporttechnisch, aber der Artikel hat mich doch sehr interessiert und deswegen auch der Verweis zu Readly. Schaut da gerne mal vorbei, da sind sämtliche Artikel von Motorrad und Co. Alles rund um den Bereich, den wir gerne haben, auch dementsprechend drin. Mit dem Link unten in der Beschreibung könnt ihr Readly einen Monat kostenlos testen und dann euch entscheiden, ob ihr das weiterhin nutzen wollt oder nicht. Gehen wir auf das Thema Supersportler SC59 versus Ducati Panigale V4S. Das ist natürlich ein gewagter Vergleich, das sind nicht nur zwei verschiedene Hersteller, sondern da liegen auch echt ein paar Jahre dazwischen. Und wer von uns auf der Rennstrecke ist, der hat festgestellt, dass es sowohl als auch schnelle Fahrer mit dem einen, aber auch mit dem anderen Motorrad gibt. Und dann fragt man sich, wie zum Kuckuck ist denn das möglich, dass zum Beispiel einer mit einer SC59 schneller ist als wie mit einer Panigale V4. Denn der Vergleich, der ist natürlich faktisch da. Es ist natürlich so, dass immens viel passiert ist im Bereich Leistung. Also wir haben jetzt hier die Panigale mit 217 PS und die Luftpumpen Honda hat gerade mal 178 PS angegeben. Meine hatte damals noch 145 oder 140, glaube ich, auf dem Prüfstand berichtigt. Ich habe das Video gesehen. War halt echt mau von der Leistung her. Also es kommt so ein bisschen darauf an, was habe ich für eine Strecke. Habe ich am Motor was gemacht, ist er serienmäßig, habe ich noch Cut und so weiter drin. Da war natürlich leistungsmäßig nicht viel geboten. Nichtsdestotrotz war die Honda SC59 ein sehr einfach zu fahrendes Motorrad und hat diese relativ schnell ein gutes Vertrauen gegeben. Und auf vielen Rennstrecken ist Vertrauen wichtiger als Motorleistung. Denn auch viel Motorleistung kann dir sogar das Vertrauen nehmen. Das kann ich durchaus bestätigen. Ich bin schon viele Motorräder gefahren mit sehr viel Leistung. Zum Beispiel auch die HP4 Race damals beim Test war eigentlich schon zu heftig. Ich hätte gerne einen Gasanschlag gehabt. Das war mir einfach zu viel Leistung. Da würde ich mich dann doch lieber für ein weniger leistungsstarkes Motorrad entscheiden. Was sich extrem ins Positive verbessert hat bei den aktuellen Herstellern, ist Thema Fahrwerk. Da ist halt bei den alten Fahrwerken, speziell jetzt bei den Schober-Bauteilen, ist echt, naja, das war schon ein bisschen madig. Es ist zwar ganz gut gefahren, aber wenn man die Bauteile heute aus heutiger Sicht im Vergleich zu den aktuellen Modellen nebeneinander am Tisch liegt, dann sieht man schon, dass es da extreme Qualitätsunterschiede gibt. Auch das Ansprechverhalten dementsprechend hat sich verbessert und auch die Konstanz. Also bei so einem etwas billigeren Federbein, was da bei der Honda drin verbaut war, wenn man das mal zerlegt hat, dann sieht man echt, okay, das ist echt günstig. Und da war es also im Laufe der Distanz bei vielen Rundenanzahlen, wenn es draußen sehr heiß war und so weiter, dann hast du halt echt schnell gemerkt, dass das Motorrad hinten zum Pumpen anfängt und. Und da hat sich wirklich enorm viel verbessert, worauf ich heute nicht verzichten möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt aber nicht, dass ich halt so eine Honda nicht aufrüsten kann aus dem Aftermarket mit ordentlichen Fahrwerksteilen. Das gibt es ja nach wie vor, Öhlins, K-Tech, gibt es alles zu bestellen. Und dann kann ich eigentlich aus der fahrdynamischen Sicht so eine ältere Honda eigentlich wirklich, wirklich auf Trab bringen.
Die Honda gab es ja auch als SP-Version mit Öhlins-Bauteilen. Diese damaligen Öhlins-Sachen, die waren nicht das gleiche wie aus dem Aftermarket. Da gab es so ein bisschen Qualitätseinbußen, aber es war dann doch auf jeden Fall okay und besser als das, was mit Schober verbaut wurde. Nichtsdestotrotz kann ich, wenn ich auf der Rennstrecke fahre, mit Aftermarket-Fahrwerksteilen dementsprechend das Motorrad ES259 doch noch hinkriegen und bin dann ungefähr schon auf einem guten Niveau im Verhältnis zu so einem sehr teureren und aktuelleren Superbike. Wo ich allerdings nichts machen kann und wo mir absolut die Hände gebunden sind bei einem alten Supersportler, ist die Elektronik. Und seien wir uns ehrlich, ja, viele von euch schreiben, wir brauchen keine Elektronik, wir haben Popometer und wir haben das Gefühl in der Hand. Alles gut und recht, das ging auch noch bei Leistungen unter 200 PS mit 180 oder 160 PS oder 600er, da brauchst du auch nicht unbedingt Elektronik. Du brauchst vor allem überhaupt keine Wheelie-Kontrolle, weil das Ding sowieso fast keinen Wheelie macht, außer du provozierst es. Du brauchst ABS brauchst du auf der Rennstrecke sowieso nicht. So, Traktionskontrolle bei weniger Leistung nicht unbedingt zwingendermaßen. Schön wäre es aber trotzdem nice to have, wenn wir uns ehrlich sind, wenn man einfach so diesen Tacken mehr Sicherheit hat. Ich kenne den Nachteil davon nicht. Ich fahre 25.000 Rennstreckenkilometer und kenne den Nachteil der Traktionskontrolle nicht. Vielleicht weißt du ihn und schreibst mir am besten in die Kommentare. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass so ein Motorrad mit 217 PS ohne Elektronik komplett unfahrbar wäre. Ne? Also du könntest schon noch rundum fahren im Sinne von, ich fahre die Runde jetzt fertig oder ich fahre noch von A nach B, ne, auf der Autobahn oder Landstraße. Aber wenn du versuchst, Rundenzeiten zu fahren ohne Elektronik, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann du hier übers Hinterrad absteigst. Du hast so viel Leistung, das ist eigentlich nicht zu kontrollieren. Und diese Elektronik von Ducati, Yamaha, BMW, alles von den ganzen aktuellen Supersportlern, funktioniert so gut und überträgt die Kraft so gut und lässt dir genau das am Hinterreifen zu, was der Hinterreifen in dem Moment einfach gerade kann. Und somit, das heißt aber nicht, dass du einfach total kompromisslos am Scheitelpunkt das Gas aufmachst und weil es eh egal ist, den Rest machst du Elektronik. Nein, das ist nicht so. Die Elektronik kann dir nur zum gewissen Teil mithelfen, aber mach dich dadurch schneller und du machst schnellere Kurvenausgänge. Du hast mehr Topspeed am Ende der Geraden. So fein kannst du an der Hand gar nicht arbeiten, dass du die gleiche Arbeit erledigst, was die Elektronik macht. Das ist total unmöglich und da möchte ich gerne mal den Vergleich machen mit demselben Motorrad, der eine fährt mit Elektronik, der andere ohne und dann gebe ich dir Brief und Siegel, dass der mit Elektronik schneller ist. Klar ist das Thema, wenn die Elektronik mal ausfällt und ich habe mich darauf verlassen, dann ist es natürlich ein Thema. Das ist allerdings so, dass wenn die Elektronik ausfällt, hast du einen sehr großen Christbaum im Dashboard, das heißt du hast 1000 Lichter, 1000 Lampen, vielleicht ist sogar die Motorleistung reduziert, weil es in Notlauf geht. Also das merkst du in der Regel. Das passiert ja gerne mal, wenn man sich einen Raddrehzahlsensor kaputt macht, ein Kabel etc. Also da ist ein aktuelles Superbike einfach nicht zu ersetzen und absolut auf einem Top-Level und das wird auch immer besser und das wird permanent verbessert. Wo im Standardgemäch, sage ich mal, das aktuelle Superbike immer noch besser ist einfach auch im Thema punkto Bremsen. Da ist einfach einiges passiert. Also Bremssysteme wurden verbessert, die Bremssättel wurden verbessert. Nicht unbedingt die Bremsgröße von 320 mm Scheiben auf 330 mm. Das ist jetzt nicht so überdimensional, aber die Sättel sind besser, die halten die Temperatur konstanter, die Scheiben sind dicker geworden, die Bremspumpen sind besser geworden, die ABS-Systeme sind besser geworden, die Bremsleitungen sind nicht mehr so ganz lang, sodass damit die Luftbildung im System nicht so hoch ist und. Also Bremssysteme sind irrsinnig besser geworden. Das heißt aber nicht, dass man so ein Standardmotorrad nicht einfach umrüsten kann, das ABS rausschmeißt und bei so einem älteren Motorrad eine bessere Bremspumpe nachrüstet mit direkten Stahlflexverbindungen zu den Sätteln und so. Das ist trotzdem möglich. Also das heißt, man bringt das Motorrad aber trotz alledem mit ein bisschen Kleingeld wieder auf dieses Niveau von einem aktuellen Supersportler. Das heißt, der Vergleich zählt schon mal nicht mehr so wie die Elektronik. Wo sich auch extrem viel geändert hat, ist im puncto Chassis und Rahmen. Die Entwicklung ist halt extrem weitergegangen im Bereich der Motorräder, egal bei welchem Hersteller. Das heißt, die haben ständig versucht, auch den Rahmen zu verbessern im puncto Handling, im puncto Stabilität, im puncto Kurvenspeed etc. Und das ist halt auch ein Thema, was ich halt beim alten Supersportler einfach nicht mehr auf das Niveau bringen kann, weil ich den Rahmen
einfach nicht verändern kann. Was natürlich auch verändert worden ist in puncto Rahmen und Chassis sind Schwingen, Schwingenlängen, Umlenkungen, dass die Federbeine sauberer angearbeitet werden, sodass es besser anspricht und. Das sind einfach so Sachen, die kann ich auch mit einem Aftermarket-Fahrwerk nicht verbessern, sondern die habe ich halt, wie ich es habe, so wie das Motorrad halt homologiert wurde. So im Großen und Ganzen kann ich auf jeden Fall sagen, dass man mit so einem Motorrad genauso schnell sein kann wie mit dem. Wenn ich jetzt den Vergleich machen würde und würde die SC59 mit Fahrwerk, Bremse auf ein vernünftiges Niveau bringen und würde dann Rundenzeiten Vergleiche machen, dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass ich mit der Ducati trotzdem schneller wäre. Eben in puncto Motorleistung und Elektronik. Das wird auch dementsprechend schneller sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt allerdings nicht, dass das bei jedem so ist. Ich habe die Erfahrung für mich gemacht. Wir können den Test ja gerne mal in einem großen Video machen. Schreibt es in die Kommentare, wenn wir das mal testen sollen und dann wirklich exakt sehen, was ist der Rundenzeit, die Rundenzeitdifferenz zwischen den Motorrädern. Warum ist die Stückzahlverkauf von so einem aktuellen Supersportler extrem geschrumpft gegenüber den Jahren bevor? Ich glaube, das haben schon viele Vorredner von mir im Internet verbreitet und das ist auch, denke ich, richtig. Damals hast du halt einen Supersportler kaufen müssen, um halt eine vernünftige Bremse und einigermaßen ein vernünftiges Fahrwerk zu bekommen. Und da waren die Motorräder auch mit weniger Leistung noch auf der Straße fahrbar. Heute kannst du die V4S als Streetfighter kaufen, hast das gleiche Fahrwerk drin, hast die gleiche Bremse drin und bist aber viel komfortabler unterwegs und dann macht es relativ wenig Sinn, eine Panigale für die Straße zu kaufen. Und deswegen sind die Verkaufszahlen natürlich dementsprechend nach unten gegangen. Früher musstest du eine Honda Fireblade, war das Motorrad. Und da gab es halt kein Naked Bike dazu, das in dem Bereich, oder noch vor 2008, sage ich mal, vielleicht auch sogar in 2000er oder 99er Jahren, da gab es halt keinen Vergleich zu diesen damalig aktuellen Superbikes. Deswegen wurden die viel mehr verkauft als heute. Und die Stückzahlen werden immer weniger. Und warum zum Beispiel ein Hersteller immer noch Superbikes baut und verkauft und auch auf die Straße bringt, hat natürlich den Hintergrund, dass die Hersteller in den WMs fahren, also in der Weltmeister-Superbike-WM, da müssen die Motorräder homologiert sein, das heißt, es muss eine gewisse Stückzahl geben, mit denen sie gebaut und verkauft werden, damit die Motorräder für die WM homologiert werden. Und das macht zum Beispiel Kawa, glaube ich, nur noch für die WM, weil wer kauft schon eine aktuelle Kawa, das ist mehr oder weniger schon fast gar nicht mehr vorhanden. So, und die Hersteller wollen ja in den WMs mitspielen und deswegen machen sie das nicht unbedingt, damit sie jetzt die Supersportler und die Superbikes verkaufen, sondern das ist auch wichtig, damit sie die Z1000 und die MT10 und keine Ahnung was verkaufen, ne, oder die Streetfighter, weil dann der Hersteller einfach dementsprechend Werbung macht und dann der Nutzer quasi sagt, oh, ich will eine Ducati oder ich will eine Carver oder ich will eine BMW und kauft sich dann aber nicht das Gerät, was in der WM fährt, als Superbike, sondern halt irgendein Streetfighter oder was auch immer. Deswegen investieren die Hersteller nach wie vor noch darin, aber der Superbike-Markt ist natürlich total am Ende. Außer die Rennstreckenfahrer, die Gott sei Dank so ein bisschen mehr geworden sind in den letzten Jahren, weil jeder halt festgestellt hat, okay, auf der Rennstrecke ist besser zu fahren, ich habe keinen Gegenverkehr, ich habe keinen Dreck, ich habe keine Bäume, ich kann einen Supersportler artgerecht bewegen, vorausgesetzt man kann es, und auf der Landstraße ist es halt einfach lebensgefährlich. Von dem her, das soll es das heute gewesen sein von mir. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr für Erfahrungen habt im Verhältnis Supersportler zu von alt zu neu oder auch Supersportler zu naked, was auch immer, was ihr auf der Straße fahrt, was auf der Rennstrecke fahrt. Schreibt es gerne in die Kommentare und hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich bis dahin und ciao.